try the other one. It's not working. Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Soma. Okay, right? Schnauze, yeah. Ich bin hier bei der Anmodi. Ich bin Ricky Dicky und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Okay, wir suchen nach einem Signal und zwar, oh Gott, wie war denn das jetzt nochmal? Ich glaube so, ne? Ich habe nämlich offline ein bisschen rumprobiert und habe da sogar ein Signal gefunden. Hier glaube ich, ja, Linkverbindung hergestellt zu 840. Ich hoffe, das ist die. Yeah, just need a few more. Looks okay, right? Yeah, it'll do. Okay, ich glaube. Careful, Brand. Schnauze. Nice and easy. Ich versuche jetzt mal. Looks okay, right? Wo war denn jetzt das Ding nochmal? It'll do. Da drüben, ne? Linkverbindung mit 860 hergestellt. Was war das, das da? Ich weiß es. Ach, jetzt springe ich schon wieder. Das da wollte ich doch. Zurück. Transport? Nein. Zeppeline. Status inaktiv. 840. Zeppelin antwortet nicht. Okay, Transport anfordern. Antriebsfehler. Verdammt. Okay, ich glaube, der 840er funktioniert wahrscheinlich nicht. Das ist der 840er. Den haben wir. Das ist eine ziemlich gute Signalstärke sogar. Der 049er. Okay. Ich glaube, wir müssen einen anderen probieren. Also der 840er funktioniert nicht. Gut, dann brauchen wir den anderen. Wenn ich nur wüsste, wie man den irgendwie verbindet. Ich habe keine Ahnung. Das war, glaube ich, purer Zufall. So. Jetzt versuchen wir mal den hier. Ich glaube, das war der 049er. Kein Signal. Warte mal. Kein Signal. Nein. Ich glaube, wir müssen das alles durchprobieren irgendwie. Ah, jetzt. 049. Okay. Dann probieren wir den mal. Wir sind doch flexibel. Irgendeiner wird schon funktionieren. So. Der 049er Echo. Transport active. Unspecified cargo. Unspezifizierte Fracht? Bitte? Okay, ich versuche mal einen Transport anzufordern. Okay. Und wo kommt er dann hin? Wo ist der? Wo kommt der? Oh, was? Ah, da kommt er. Okay, was hat der jetzt? Okay. Noch mal kleiner. Huch, wo ist er denn? So, und jetzt? Hier kann ich nichts machen. Okay, dann... Was ist das hier? Ich mach das mal gerade auf. Es geht nicht auf das Ding. Gut, dann... ach, okay, dann stecken wir mal das Omni-Tool da rein. Mit der Catherine, glaube ich, heißt sie, ne? Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles.
I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. We have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Na toll. Jetzt müssen wir uns noch mit einem Roboter anlegen. Und ich weiß ja auch nicht wirklich, ob die Roboter nicht wirklich irgendein Bewusstsein haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Knöpfchen drücken. Ach du lieber Gott, was ist das denn? Das. Ich habe keine Choice. Oh geil. Okay, und wie kann ich das Ding verwenden? Ich habe keine Ahnung. Gut, das heißt, wir müssen uns an einem Roboter bedienen. Oh scheiße. Nein, an dir nicht. Du bist mein kleiner Freund. Wir werden es mal an dem hier bedienen, weil der ignoriert uns ja sowieso. Halt, bleib da. Ich will dir eins überbraten. Okay. Na toll. Oh oh. Hallo. Komm her. Na komm. Na also. Huch. Jetzt habe ich es weggeschmissen, das Ding. Das kann ich jetzt nicht mehr verwenden, oder? Okay. Und wo kann ich jetzt das Ding hier nehmen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo eine Klappe oder so? Helf mir mal, Kleiner. Kannst du den mal aufschweißen oder so? Ah, warte mal, hier. Ah, da ist das Ding. Okay. Tut mir echt leid. Okay, dann wollen wir mal. Hoppala. Jetzt hackelt's kurz. Ah, jetzt speichert er. Sehr gut. So, und wohin damit? Hierhin? Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh. Yeah, sure. Ja, ich hab's irgendwie auch schon länger vermutet, dass wir ein Roboter sind, weil wir begeben uns ins Wasser plötzlich, haben wir einfach mal so einen Taucheranzug an, so und wir stecken unsere Finger in irgendwas rein und uns geht's dann wieder gut. Ich habe keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Roboter töten Roboter. Na gut, dann wollen wir mal. Okay. Hebel umlegen. Thanks. Oha.
Okay, wo geht's jetzt wohl hin? Wahrscheinlich auf dem Weg nach Theta, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich da runter gucken? Nein. Ich sehe mal gar nichts hier. Kann ich mit dir ein bisschen quatschen so? Nein. Huch. Er lädt. Oder speichert, was auch immer. Hallo? Hakelt's kurz. Okay, warte mal, hier sind irgendwelche Anzeigen. Oh, ich sehe was. Then we just head inside, grab the dump back, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the dump back, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. See you soon. Oh Gott, nein, ey. Ein ordentliches Gleichgewicht zwischen Bewusstsein und Ignoranz, das ist gut. Ja, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich durchdrehen würde bei dem Gedanken daran, ich wäre ein Roboter. Nichts mehr Menschliches an mir, außer mein eigenes Bewusstsein? Schwierig. Verdammt schwierig. Aber ich glaube, ich verliere jetzt da keinen weiteren Gedanken dran. Der Weg ist das Ziel. Und das Ziel ist, Theta und irgendwas holen. Da wird wir noch tiefer hinunter in die Tiefe gehen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Strasky, wake up Dr. Masters. We're bringing in Anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The WoW sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Komorabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Oh, das wird immer verwirrender. Irgendwie spielen die sich gegenseitig irgendwie aus. Die einen wollen evakuiert werden, die anderen nicht. Die anderen finden sich damit ab, was aus ihnen wird oder geworden ist. Und dann wiederum die anderen sagen sich, nö, ich hab keinen Bock drauf, irgendwie
als Roboter irgendwo oder irgendwo in einer fiktiven Welt zu leben. Ist meine Lampe überhaupt an? Jetzt ist meine Lampe an. Okay, ich vermute mal, wir müssen hier hin. Hoppala. Hä? Wer spricht da? Hallo? I don't understand. Hello? Who is that? Hark? No, we haven't met before. Is this Hark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Oh, Robin. Ja, ein weiteres Bewusstsein in einem Schrotthaufen. Is this what it's supposed to look like? Nein, wahrscheinlich nicht. Was soll man einem Bewusstsein erzählen, was los ist? Boah, nee, es ist schon ein bisschen echt deprimierend, ey. I expected something different. Ja, ich auch. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human. One living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Es ist verwirrend. Wenn ich überlege, ich lasse mich scannen, mein echtes Ich, mein menschliches Ich lebt noch. Where is everyone? I'm not the only one who got scanned. Das ist echt verwirrend. Und ich gehe quasi in die Eiche und mein echtes Ich existiert noch. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Okay, ich würde ja noch mich weiter unterhalten, aber ich muss weiter. Tschüss, mach's gut. Die haben sich alle scannen lassen. Entschuldigung. Und jeder Einzelne oder... So gut wie jeder hat sich dann im Nachhinein dann umgebracht. Naja klar, mit dem Gedanken, ich lebe doch in der Eiche weiter, aber du hast zwei Bewusstsein, du hast das echte Menschliche und dann... Oh Gott, das ist verwirrend. Das ist echt verwirrend. Hoppala. Ich glaube, ich muss erst das Ding hier drehen wahrscheinlich. Und jetzt wieder drehen. Nein, noch weiter. Hallo? Ich will's drehen. Ah, jetzt, okay. Und dann wieder reinstecken. Okay, dann Hebelchen und... Alter, was für ein fettes Tor. Krasse Scheiße. Okay, das Licht bringt hier auch nicht besonders viel, wa? Oh je.
Noch ein Tor? Was? Ah, okay. Wir dürfen mal wieder etwas frische Luft schnappen. Wobei das ja eigentlich scheißegal ist, was für eine Luft wir atmen. Wir atmen ja nicht wirklich. Wir sind ja ein Roboter. Das kann uns doch egal sein. Okay, er lädt irgendwas. Okay, jetzt sind wir drin und er lädt noch ein bisschen. Es hackelt gerade ein bisschen. Huch. Ist das jetzt Theta? Ich weiß es nicht. Aber ich vermute es mal schwer. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand ist. Und wenn, dann wahrscheinlich nur diese andere komische Lebensform. Dieses Krebsgeschwür. Ich glaube fast dieses, naja, ich weiß nicht, diese Fehlfunktion, was da überall ist, mit diesen Tentakeln und diese komische Masse, ist, glaube ich, irgendwie ein Computerfehlprodukt, was uns dazu bewegen will, ja, in die Eiche zu kommen oder so. Ich habe keine Ahnung, es ist alles ein bisschen komisch. Was haben wir denn hier? Okay, hier kommen wir, glaube ich, nicht rein. Außer vielleicht... Hat ja schon mal funktioniert. Wir probieren das jetzt mal. Schwung holen und... Okay, noch ein bisschen. Okay, wir sind, glaube ich, drin. Weil hier unten gibt es ja nichts, ne? Naja, umschauen kostet ja nichts. Aber das sieht schon echt geil aus. Okay, was ist das? Hallo? Nix. Okay. Das ist doch eine Tür. Aber da kommen wir nicht rein. Okay. Pathos 2. Ich glaube, die gesamte Station heißt irgendwie Pathos. Hier, da ist wieder dieses komische Zeug. Okay, hier ist nichts. Okay. Huch, leckt's mal kurz hier. Ich renne hier mal ein bisschen. Voilà. Na. Okay, dann, hopp. Hallo? Ist mein Licht schon wieder aus hier? Das Klo. Hier kommen wir aber nicht rein, okay. Was klappert denn da so? Okay. Was ist das? Emergency Life Support. Werden wir wohl nicht mehr brauchen, diesen Life Support. Nix drin. Ach, du bist das! Rollt die Dose. Ich denke mir, Wunder weiß, was ist hier los? Okay, was haben wir denn hier? Machine Hunger Control, okay. Oh. Da können wir wieder Catherine aktivieren. Was ist das hier? Ja, so ungefähr sieht mein Computer auch aus. Also der Tower. Oh cool. Ein Ball. Squeeze me. Ein Stressball. Ja, geil. Huch. Hoppala. Schön, gefällt mir hier. Vor allem diese ganzen Details, das finde ich mega geil. Ja gut, und ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge.
Ich danke euch fürs Zuschauen und lasst mir doch gerne mal ein kleines Kommentärchen oder ein Like da, wie ihr wollt. Und ich bin dann mal raus. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.